heute ist das herrlich. Ich sitze hier gerade beim Hamburger Flughafen und gleich geht mein Flug nach Stuttgart. Und ich habe währenddessen eben gerade schon mal angefangen zu schnippeln, hier meine 7. Buchrezension. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ein Video, da ist der Ton, also der Ton ist sowieso so schlecht, ne? Das ist total, also, ne, also der Ton ist einfach schlecht, habe ich festgestellt. Irgendwie scheint was mit meinem iPhone, mit meinem Mikro nicht so richtig zu funktionieren. Oh, jetzt geht es los. Hack. Bin ich nicht. So, jedenfalls, ich höre das nicht. Das muss ich jetzt nochmal neu aufnehmen. Ich weiß gar nicht, wann und wo. Das werde ich irgendwie heute Abend noch im Hotel machen. Na, das kann ja mal was werden. So, ich muss jetzt, glaube ich, los. Tschüss. Leute, ich sitze jetzt hier im Hotel in Leonberg bei Stuttgart und gleich geht das große Weihnachtsfressen los. Und ich habe euch ja vorhin schon gesagt am Flughafen, dass ich vorhin schon mal reingehört habe in die Sachen, die ich heute schon gedreht habe, hier für meine 7. Buchrezension. Und dass der Ton so doof ist, irgendwas ist mit meinem Telefon im Argen. Also irgendwie ist mein iPhone, oh, das gibt den Geist auf, Mist, 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 ich brauche ein neues iPhone. Lieber Weihnachtsmann, bitte legt mir ein iPhone unter den Weihnachtstisch, unter den Weihnachtstisch, unter den Weihnachtsbaum. Also, ich kriege das auch nicht besser hin. Auch wahrscheinlich ist diese Aufnahme jetzt auch schon wieder so schlecht. Es tut mir total leid. Also das ganze Video, so schön das ist, aber die Tonqualität ist wirklich bläh und irgendwie stoppt, also irgendwann hört man mich auch schon gar nicht mehr. Das ganze Ding ist irgendwie Schrott. Deswegen verzeiht mir, wenn dieses Mal das Video einfach, ja, tonqualitätsmäßig total ätzend ist. Ich lasse es jetzt trotzdem mal durchlaufen. Ich habe das jetzt fertig geschnippelt. Dies hier packe ich jetzt gerade nochmal vorne ran und dann, ja, verzeiht mir einfach und ich werde es irgendwie besser machen nächstes Mal. Ich brauche irgendwie ein neues Telefon. Nützt dir alles nichts. So, nur aber viel Spaß. Herzlich willkommen zu meinem 10. Tipp und meinem 7. Buchtipp. Ne? Meine 7. Buchrezension ist das heute schon und ich habe meinen 10. Tipp. Hier sind meine ersten 9 Tipps, die ich alle so in den letzten Wochen euch ja vorgestellt habe, was mir gut tut, damit ich gesünder und fitter und glücklicher und ausgeglichener und so weiter mein Leben friste. Und jetzt kommt mein 10. Tipp. Ich fange damit mal an. 10. Tipp. Apps unterstützen. Was meine ich denn mit Apps unterstützen? Hm? Klingt komisch. Ne? Ich klebe das erstmal an. Schlopp. So, da ist es. Apps unterstützen. Ich habe ganz viele Apps auf meinem iPhone und die unterstützen mich bei meinem gesünderen und fitteren und schöneren und was weiß ich Leben. Und da möchte ich euch 2 Apps heute vorstellen. Es gibt ja unzählige und da freue ich mich, wenn ihr mir mal ein paar eurer Apps, die euch unterstützen und helfen, irgendwie so mal zusenden. Die teste ich dann alle mal aus. Das finde ich total spannend. Ich habe 2 Apps, ich habe viel, viel mehr Apps, aber 2 Apps möchte ich euch vorstellen. Und einmal ist das nämlich Fat Secret. Es geht darum, dass man da eingeben kann, was man isst. Und dann rechnet er einem aus, wie viel Kohlenhydrate drin sind, wie viel Eiweiß, wie viel Fette und so weiter. Ich nutze das nicht mehr regelmäßig. Ich habe das mal regelmäßig genutzt. Ich finde das nach wie vor allerdings echt toll, um einfach mal so ein Gespür dafür zu kriegen, wie viel Zucker oder wie viel Eiweiß oder so ist denn überhaupt in einem Lebensmittel, was ich gerade so in meinem Körper für die Energieverwendung und was für Stoffwechselung und so weiter, was ich da so ja, in mich reinfuttere oder reintrinke. Das ist nämlich total spannend. Und zwar wisst ihr das? Ein Glas Cola hat genauso viel Zucker wie ein Glas Bio-Apfelsaft. Also, wenn es darum geht, jetzt Zucker zu vermeiden, sollte man tatsächlich auch den Bio-Apfelsaft nicht trinken, wenn man seinen Zuckerhaushalt so ein bisschen runterfahren möchte. Dann kann man auch gleich Cola trinken, wobei bei Bio-Apfelsaft natürlich wieder ein paar Mineralstoffe, Vitamine und so mehr drin sind. In Cola ist sowas nicht drin, also das hier ist, das ist einfach nur Zucker, Wasser und dunkel gefärbt und blah. Und Bio-Apfelsaft hat noch ein bisschen was mehr, also wenn ich mich entscheiden müsste, trink das oder das, es gibt nichts anderes, würde ich mich jetzt für den Bio-Apfelsaft entscheiden. Allerdings von der Zuckermenge her und von der Kalorienmenge her genau das gleiche wie die Cola. Also das finde ich toll, deswegen das zeige ich euch jetzt mal die App und da schauen wir jetzt mal rein. Das mache ich jetzt hier gleich so mit meinem iPhone und dann erzähle ich da was ein bisschen zu. Hier ist meine erste App, die ich nutze. Das ist Runtastic. Runtastic ist echt fantastisch. Und zwar kann man hier sagen, Start laufen, hier auf dem grünen Button, den ihr hier seht. Und dann
zeichnet er auf, wenn ich mein Läufchen mache, wie lang ich gelaufen bin, wie viel Kalorien ich verbraucht habe, wie weit ich gelaufen bin, welche Schnelligkeit ich hatte und so weiter. Macht er alles über GPS. Ich kann Musik machen, ich kann mir ansagen lassen, jetzt bist du 1 Kilometer gelaufen und so weiter. Ist also total klasse. Und dann kann man sich den Fortschritt angucken, wie viel man im November gelaufen ist, wie viel im Dezember. Ich vergesse das leider ständig. Guck mal hier, im Dezember ist erst eine Aktivität, ist ja auch ein bisschen wenig. Da bin ich 3,6 Kilometer gelaufen, habe 36 Minuten dafür gebraucht. Da war ich nämlich was einkaufen und habe dann das vergessen auszuschalten. So was Bescheuertes. Und bin dann wieder zurückgelaufen. So, und ich habe 23 Höhenmeter gemacht. Ich glaube, das sind 23 Höhenmeter, die, ne, hoch und wieder runter. Bin ich also 23 Meter hoch und 23 Meter wieder runter gelaufen. Ich habe 622 Kilokalorien dabei verbrannt. Und wenn man sich denn das hier anguckt, die ganzen letzten Aktivitäten, kann man sich hier angucken. Das ist also so, was ich die ganze Zeit gelaufen bin, die letzten Tage und Wochen und was weiß ich. Also so lange mache ich das mit Runtastic noch gar nicht. Und ich vergesse sie leider auch immer mal wieder anzuschalten. Aber hier die 10 Kilometer hier am 18.11. hier, das finde ich super. Oder am 17.11. bin ich schon nochmal 10 Kilometer gelaufen. Dann knapp 5 Kilometer und so weiter. Da 7 Kilometer, 4 Kilometer, da bin ich ein bisschen weniger gelaufen. Ja, so sieht man das also, was ich so die letzten Wochen hier immer gelaufen bin. Finde ich als Statistik total toll. Und vor allen Dingen sieht man denn auch im Nachhinein, wir gehen hier einfach mal rein, guck mal, da bin ich 10 Kilometer gelaufen in einer Stunde 48 Minuten, habe 1742 Kilokalorien verbrannt, wobei das glaube ich immer gar nicht, dass ich so viel verbrannt habe. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit hier war 5,5 Kilometer, meine maximale Geschwindigkeit 14,7, da bin ich dann mal ein bisschen schneller gelaufen. Schrittanzahl 118 Schritte pro Minute, maximale waren 140 Schritte pro Minute, Schrittlänge waren 70 Zentimeter, ich bin 54 Höhenmeter hoch und 56 wieder runter. Komisch, ne? Dass ich 2 mehr wieder runter gemacht habe. Dann habe ich noch eine Pause gemacht anscheinend. Ja, stimmt, da war ich nämlich dann in einem Café. 121 Minuten, 2 Stunden. Naja, kann gut sein. Weiß ich nicht. Und dann kann man hier drauf drücken und dann sieht man, das war am Timmendorfer Strand. Und die 1 und 2 und 3, was man hier sieht, diese schwarzen Zahlen, das sind immer die Kilometerzahlen. Da bin ich also hingelaufen und dann bin ich wieder zurückgelaufen. So sieht das aus. Ich finde die total klasse. Ich mag solche Statistiken einfach total gerne. Huch, das wollte ich nicht. Also das finde ich toll. So heißt, also Runtastic heißt diese App. Ich habe gar keine Premium-Version, sondern die Sparversion und die reicht mir völlig aus für meine Zwecke, die ich so bezwecke. Jo, hier bin ich jetzt also bei meinen ganzen Gesundheits-Apps und ich wollte euch ja Fat Secret vorstellen. Da tippe ich jetzt mal drauf, trari trara, da bin ich. Und ihr seht hier schon gleich, ihr könnt hier also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks und Sonstiges eingeben. Aber ich wollte euch vorher mal zeigen, man muss nämlich vorher was anderes machen. Da drückt man auf Mehr unten rechts und dann geht man zu Einstellungen und dort, wo ist das denn? Da, der Energiebedarf, das, was man braucht, den ETB, also den empfohlenen Tagesbedarf, den müssen wir erstmal vorab einstellen. Ich mache mal eine Neuberechnung, weil ich habe das nämlich seit einem Jahr nicht mehr gemacht und da bin ich noch bei 103 Kilokalorien, bei 103 Kilogramm und da war ich noch 45, bin ich ja auch gar nicht mehr. Ich bin ja schon 47, Wahnsinn, ne? Nicht 43, 47, ich gehe so langsam auf die 50 zu, Wahnsinn. Warum hat er das nicht übernommen? Ich bin 47, speichern, genau. Ich bin aber noch weiblich, das ist ja schön. Und Aktivitätsniveau, guck mal da, vor über einem Jahr war ich nicht aktiv. Ich würde jetzt mal sagen, dass ich aktiv bin. Ich mache ja doch ganz schön viel. Und ich wiege jetzt nicht 103 Kilo, sondern ich wiege 92. Hat sich ja was getan in der letzten Zeit. So, aber ich bin noch 1,76, glaube ich zumindest. Obwohl im Alter schrumpft man ja, ich müsste mich mal wieder wiegen. Dann kann ich Diätziel, da kann ich hier angeben, wie ich das gerne möchte. Ich möchte einen gemäßigten Gewichtsverlust, ja, da bleibe ich dabei. Und jetzt berechne ich und dann sagt er mir, alles klar, 2400 Kilokalorien, das darf ich also nehmen, das ist mein Tagesbedarf, das braucht also mein Körper. Mit meiner aktiven Sportness darf ich also 2400 Kilokalorien essen und alles darüber ist eben eine Zunahme und alles drunter ist eine Abnahme. So ungefähr ist das. Das speichere ich jetzt mal das Ganze. Und jetzt gehen wir mal zurück und dann gehen wir mal auf Tagebuch in der Mitte. So, ich
Ich stelle das jetzt einfach mal vor. Frühstück. Ich esse ja kein Frühstück mehr. Ich fange mal beim Mittagessen an. So, dann gebe ich ein Lebensmittel ein. Da kann ich nach Lebensmitteln suchen. Ich sage jetzt mal Apfelsaft. Ich habe also Apfelsaft getrunken. Und das machen eben ganz viele auch immer nicht, dass sie die Getränke nicht mit eingeben. Und die sind aber so wichtig, weil wenn ich Apfelsaft nehme und da trinkt man ja ein Glas, so, da ist ein Glas, habe ich auf Glas gedrückt. Und jetzt kann ich hier noch auf Portionsgröße drücken und kann auch sagen, ich habe zwei, ich habe vier Gläser getrunken, ich habe drei Gläser getrunken und so weiter. Also wir bleiben jetzt mal bei einem Glas. Ich habe meinetwegen heute ein Glas Apfelsaft getrunken. Dann sage ich hier speichern oben, zack, und jetzt ist das drin. Und das Schöne ist, du kannst jetzt da wieder drauf drücken und dann sagt er dir an, das sind 4% deines Energietagesbedarfs mit 88 Kilokalorien und das sind 0,2 Gramm Fett, Kohlenhydrate 20,6 Gramm, davon Zucker und jetzt haltet euch fest, guck mal, 19,6 Gramm Zucker hat ein Glas Apfelsaft. What the hell? Und Eiweiß 0,2 Gramm. Also das Ding, Apfelsaft, finde ich jetzt gar nicht so richtig toll. So, gehen wir mal zurück und dann sagen wir jetzt mal, als Snack habe ich noch eine Cola getrunken. Und da gucken wir doch jetzt einfach mal, wie viel Cola so hatte. Wir wollen auch wieder Portionsgröße, damit wir das mal vergleichen können. In Milliliter gehen wir mal auf 200 Milliliter. Das mache ich jetzt hier gerade alles händisch, dass wir hier weiter, runter. 200 habe ich auch getrunken. Speichern. So, und jetzt gucken wir mal hier. Guckt euch das mal an. Das ist doch der Knaller. Das hat 84 Kilokalorien, also ein bisschen weniger sogar als der Apfelsaft. Und Zucker 21,2 Gramm. Wir hatten eben knapp 20 Gramm, hier 21,2 Gramm. Das gibt sich gar nicht so viel. Also, ob ich nur Cola trinke oder ob ich Apfelsaft trinke, ist von der Kalorienbilanz her total Humpe, völlig wurscht. Nur es geht ja eben darum, dass bei Apfelsaft zumindest ein bisschen Vitamin noch dabei ist. So, wir speichern das mal. Und das Schöne ist, jetzt sieht man hier in der Übersicht, ich habe also noch verbleibende Kalorien, wenn ich also nicht abnehmen möchte oder wenn ich einen gemäßigten Gewichtsverlust machen möchte, könnte ich heute noch 2228 Kilokalorien zu mir nehmen. Und ich habe bisher insgesamt 40,8 Gramm Zucker schon zu mir genommen, nur durch diese zwei Gläser trinken. Ballaststoffe so gut wie nichts, Eiweiß so gut wie nichts, Fett auch wenig. Also richtig toll ist das nicht so. Und ich glaube, wenn man, jetzt muss ich mal selbst gucken, wenn man nämlich irgendwo drauf drückt auf Makro, irgendwas mit Makronährstoffe. Warte mal, wie ist denn das noch? Wo kann ich das denn machen? Ich muss mal kurz suchen. Vielleicht schnibbel ich das jetzt hier gleich mal raus, bis ich das habe. Heute. Nee, das ist auch Quatsch. Ah ja, genau, heute. So, das sind die Statistiken. So, ich habe also 172 Kalorien zu mir genommen. Und zwar alles nur für Mittagessen und Snack sonstiges habe ich das gemacht. Da sieht man das nochmal aufgedröselt. Und wenn ich jetzt zu Makros gehe, und das finde ich auch immer so spannend, da sieht man das nochmal, 99% waren nur Kohlenhydrate, 1% Fett. Und da sieht man es auch nochmal aufgedröselt. Und da ist nichts mit irgendwelchen tollen Ballaststoffen und so weiter und so fort. Also, gucken wir doch einfach mal, was wäre denn passiert, wenn ich zum Abendbrot statt eines Apfelsafts einen Apfel gegessen hätte. Das wäre doch vielleicht viel, viel besser gewesen, wenn ich einen mittelgroßen Apfel gegessen hätte. Ein mittelgroß, ja, das behalte ich. Gehe ich auf Speichern. Und jetzt gucken wir uns mal wieder an, was das für Makros sind. So, da haben wir es. Wie viel, warte mal. Wir gucken vorher noch einmal, was hat der denn an Kilokalorien? 72, also auch ordentlich. Und auch schon wieder 14,34 Gramm Zucker, aber 3,3 Gramm Ballaststoffe. Und diese Ballaststoffe schaffen es ja, dass der Zucker nicht sofort leichter ins Blut gelangt, sondern dass der langsamer abgebaut wird. Das ist eben der Vorteil eines Apfels versus des Apfelsafts. So, jetzt gucken wir aber mal, was das an Makros gibt. Da haben wir es. Ah, Nährstoffe, genau, entschuldigt. Nährstoffe wollte ich drücken, da haben wir es. Die finde ich ja so toll, diese Liste hier. Da sieht man nämlich, ich habe insgesamt 244 Kilokalorien mit einem
Prozent Eiweiß, Kohlenhydrate 61, Ballaststoffe 4, Zucker 55 Gramm, das ist doch der Knaller, ne? Fett 0 und so weiter, Natrium 1, also Kalium 148, doll ist das nicht, ne? Und das hier ist dann so ein Gesamtziel, was ich wöchentlich haben kann und dann ein Plus-Minus. Also wenn ich ein Gesamtziel von 350, ich bin gerade bei Zucker, von 350 Gramm Zucker pro Woche haben will und ich habe nur durch diese drei dödeligen Lebensmittel schon 55 Gramm Zucker heute zu mir genommen, das kann ja auch nichts werden. Ne? Also das finde ich schon spannend und ich finde das einfach interessant, da mal so zu gucken, was esse ich denn und wir können ja nochmal was machen. Was esse ich denn und was ist denn jetzt auch wirklich gut für meinen Körper? Wir gehen mal zu Frühstück, dann ist das schön übersichtlich. Und jetzt sage ich mal, ich habe Brokkoli gegessen. Ich bin ja so ein Brokkoli-Fan geworden. Zack, gucken wir mal bei Brokkoli. Und da habe ich 200 Gramm gegessen. Also drüsel ich das mal nach oben auf 200 Gramm. Trali, trala, da sind wir. Und jetzt haltet euch fest, guckt dir das mal an. 200 Gramm, das ist ja echt ein dicker Teller, ne? Hat 68 Kilokalorien, das ist nix. So, und Zucker 3,4 Gramm, süß, ne? Ganz wenig. Und Ballaststoffe 5,2 Gramm. Eiweiß 5,64 Gramm. Das ist doch herrlich, oder? Das speichere ich mal. Und jetzt gucken wir mal in die Statistik, was das mit meinen Nährstoffen gemacht hat. Und zwar, da sieht man jetzt, ich habe schön Natrium, ich habe Kalium bekommen, ich habe keine Fette, keine mehrfach und einfach ungesättigte Fettsäuren bekommen, habe schön Ballaststoffe mit 9 Gramm. Also Brokkoli finde ich schon mal ganz cool, zumal das mein Zucker nur noch mit 4 weiteren Gramm belastet hat. Und bin aber wahrscheinlich nach so einem Brokkoli-Brocken auch satt. Jo, also da kann man ganz viel machen mit diesem Tagebuch. Ich finde das super. Es gibt Leute, die machen das täglich und gucken eben, dass sie nicht mehr als zum Beispiel 1500 Kilokalorien oder so am Tag essen. Ich bin davon abgekommen, das ist nicht meine Art. Und das Schöne ist, in dem Buch, was ich euch gleich vorstelle, der Autor, der sagt auch, jeder muss für sich seinen Weg finden, wie er also Fat Secret, ich nutze die immer mal wieder, früher wie gesagt ganz häufig und jetzt immer mal wieder, um einfach zu gucken, was da so gerade los ist. Ich zähle allerdings keine Kalorien mehr, das habe ich mir abgewöhnt, das ist nicht mein Weg, das ist für viele, viele, viele andere der Weg. Mein Weg ist es nicht. Ich habe ja letztes Mal gesagt, sich den Kalorien bewusst werden und das kann man mit so einer App nämlich sehr, sehr gut. Ich möchte mir einfach nur bewusst werden, wie viel Kalorien ich so zu mir nehme. Und jetzt kommt mein Buchtipp und zwar, wie ich finde, die Zusammenfassung aller Bücher, die ich bisher so beschrieben habe und aller Bücher, die es so gerade gibt, hat einer geschafft. Das ist ein Berliner, der ist Wirtschaftsjournalist des Tagesspiegels. Ich glaube, so Mitte 40 ist er jetzt. Und der hat mit 39 beim Joggen, der war also sportlich dabei, beim Joggen auf einmal so ein Herzkasper gekriegt und hat natürlich Todesangst gehabt. Meine Güte, 39, das ist kein Alter, bei dem man sich irgendwie mit Herzkasper und so weiter befasst, aber er musste sich befassen, weil er war betroffen. So, und dann hat er sich auf die Suche und auf die Recherche gemacht, was bedeutet denn überhaupt Ernährung und Gesundheit und wie hängt das miteinander zusammen. Und er hat sich so dermaßen belesen und hat Interviews geführt und so weiter und hat ein wunderbares Buch geschrieben und er schreibt es in Ich-Form und hat das so, diese ganzen wissenschaftlichen Sachen, da wo man wirklich überfordert ist, also da wo man wirklich manchmal denkt, oh, was jetzt, D-Plus-Molekül in der Transporterfunktion und so weiter, das hat der in einem so tollen Deutsch, dass wir Otto-Normalverbraucher das auch echt gut verstehen. So hat er das geschrieben und jetzt zeige ich es euch. Da ist es, tolle Bibel, er heißt Bas Karst. Ich meine, der Name ist ja schon echt Programm, ne? Finde ich total geil, Bas, wie toll, ich würde den gerne mal kennen. Also Bas, falls du dies hier mal irgendwie hier siehst, was ich hier gerade mit deinem Buch mache, dass ich das jetzt hier gerade vorstelle, ja, schreib mir doch mal oder ruf mich mal an oder so. Also dich möchte ich gerne mal treffen. Ich finde das großartig geschrieben. Dickes Ding hier. Wie viele Seiten haben das eigentlich? Also mit allem drum und dran 320 Seiten, also so mit Register und so weiter. Es heißt Der Ernährungskompass.
Und er schreibt, also ich habe es auch noch als Hörbuch für Hören gleich mal nochmal so in eine Passage rein. Also so toll, so nachvollziehbar, gut aufgebaut, also wirklich einen Schritt nach dem anderen super aufgebaut. Völlig begeistert bin ich. Was schreibt denn der? Also der schreibt, da ist alles drin, wirklich alles. Von der Insulinresistenz über Fasten, über Low Carb, High Carb, über Proteine oder nicht Proteine. Was tun, was nicht, welche Diäten helfen. Ach, hilft alles gar nichts. Also er haut in die gleiche Kerbe wie alle meine anderen Bücher. Ist also wirklich, es ist deckungsgleich, wirklich deckungsgleich mit allen anderen Büchern. Super recherchiert und aber eben so super verständlich geschrieben und so kompakt geschrieben. Das ist also auch wirklich kein Buch, was man mal so immer so kurz eben liest. Ich kann es auch nicht die ganze Zeit hören, weil du brauchst eine permanente Aufmerksamkeits, ein Aufmerksamkeitslevel, um da überhaupt mitzukommen. Und dennoch ist es total gut beschrieben. Also ich kann euch das nur wärmstens empfehlen, der Ernährungskompass. Wir hören jetzt mal in ein, zwei Passagen rein. Ich werde hier zwei Versuche herausgreifen, die ich als besonders relevant einstufe und die sich zugleich durch eine hohe Seriosität und Stichhaltigkeit auszeichnen. Im ersten Experiment unterteilten dänische Forscher knapp 50 übergewichtige Testpersonen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren per Zufall in vier Gruppen. Alle Teilnehmer sollten sich das nächste halbe Jahr wie gewohnt ernähren, mit nur einer kleinen Änderung. Gruppe 1 sollte jeden Tag einen Liter Cola trinken, Gruppe 2 stattdessen einen Liter fettarme Milch, 1,5% Fettanteil, Gruppe 3 einen Liter Diät-Cola, Gruppe 4 einen Liter Wasser. Natürlich ist der Vergleich mit Diät-Cola und Wasser nicht fair, da sie ja keine Kalorien enthalten. Umso spannender war die Frage, ob sich zwischen Gruppe 1 und 2, also Cola versus Milch, Unterschiede zeigen würden, weil Cola und fettarme Milch rein kalorienmäßig nahezu identisch sind. Die im Experiment verwendete Cola enthielt pro Liter 440 Kalorien, die Milch sogar etwas mehr. 460 Kalorien. Und tatsächlich, nach einem halben Jahr zeigten sich markante Unterschiede zwischen den Gruppen. So waren bei den Cola-Versuchskaninchen, genau wie es die Stoffwechselmodelle vorhersagen, die Triglyceride im Blut um 32% in die Höhe geschossen und das Gesamtcholesterin war um 11% gestiegen, während sich bei den anderen Gruppen in dieser Hinsicht nichts verändert hatte. Noch krasser fiel der Unterschied aus, als man die Leber untersuchte. Bei den Cola-Testpersonen war die Fettansammlung in der Leber im Vergleich zur Milchgruppe um 143% angestiegen. Die Gesamtfettzunahme war zwar bei allen Gruppen ähnlich, jedoch hatte die tägliche Cola für eine Expansion spezifisch des inneren Bauchfetts gesorgt. Fazit dieses kurzen Ausschnittes: Es ist im Grunde, hat er ja gesagt, egal, ob ich jetzt Cola trinke oder Milch, was die Zunahme, also die Körpergewichtszunahme angeht, völlig wurscht. Aber was im Inneren unseres Körpers passiert, was wir am Anfang gar nicht merken, das ist dramatisch, dramatisch bei den Leuten, die Cola trinken. Da passiert nämlich richtig viel Böses im Körper und spätestens ein paar Jahre, wenn es ein paar Jahre vergangen sind, haben wir dann auch wirklich die Auswirkungen davon. Und dann geht das nämlich los mit Diabetes, mit Rheuma, mit Gicht, mit Schlaganfall, mit Herzinfarkt und so weiter. Und das ist ja das, was ich auch schon seit Monaten sage. Jetzt können wir Cola trinken und so weiter und so fort. Wir nehmen genauso zu oder ab oder bleiben so, wie wir sind. Wie Leute, die eben die ganze Zeit Milch trinken oder nur Wasser trinken, obwohl bei Wasser nimmt man nicht zu, ne? Also Wasser ist sowieso das Beste, hat er ja auch erzählt, ne? Das war eben ja eine Kontrollvergleichsgruppe, da war aber alles gut. Aber in ein paar Jahren, da sieht es dann irgendwann böse aus. Und jetzt, falls irgendwelche Jugendlichen oder Kinder zugucken, liebe Jugendliche, liebe Kinder, ihr steckt das
alles super weg. Ihr könnt Cola trinken, ihr könnt Süßigkeiten fressen und so weiter und so fort. Dadurch, dass ihr euch viel bewegt und dass ihr voll agil seid und so weiter, kriegt ihr das noch nicht so mit. Und ihr werdet nicht dick und ihr bekommt eben noch nicht so den Schlaganfall und so weiter und so fort. Aber das kommt in ein paar Jahren und deswegen beugt jetzt vor. Also ganz großer Appell und eine große Bitte an alle Kinder und an alle Jugendliche, bitte stopft euch nicht mit Süßigkeiten voll. Dass, wenn ihr dieses Buch, lest dieses Buch, also auch das empfehle ich gerade Jugendlichen, ihr investiert in eure Zukunft und zwar in eine gesunde, fitte, glückliche Zukunft. Tut es nicht. Esst bitte gesund und tut es eurem Körper nicht an. Das, was viele, viele Erwachsene, so wie wir, so wie ich, so wie viele andere, die das jetzt hier gucken, jahrelang gemacht haben und zwar dem Körper echt schlechte Dinge zugefügt haben. Wir kriegen jetzt so langsam die Konsequenz und ich versuche ja gerade noch jetzt so die Kurve zu kriegen, sodass ich eben nicht irgendwann mit Schlaganfall so im Rollstuhl sitze und so weiter. Ich möchte das nicht, ich möchte auch keinen Krebs kriegen. Auch das hat ganz viel mit Ernährung zu tun. Also liebe Jugendliche, bitte, 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 tut es für euch, wirklich. Esst keine Pizza, esst kein Fastfood und wenn mal in Maßen. Lest euch dieses Buch durch, wirklich, oder hört es euch an, man kann sich das auch runterladen. Ich meine, das wäre doch jetzt echt der Knaller, wenn ihr, liebe Jugendlichen und Kinder, euch zu Weihnachten dieses Buch von euren Eltern wünscht. Die werden denken, hey, ist der denn verrückt geworden oder ist die denn verrückt geworden? Dennoch, ihr investiert in die Zukunft, wenn ihr euch dran haltet, was in diesem Buch steht. Das ist wirklich für euch. Tut es für euch und für eure Zukunft. So, das war mein Appell an die Jugend und an die Kinder und mein Appell an uns alte Säcke. Lasst es uns doch auch einfach tun. Lasst es uns doch einfach jetzt machen. Wir können doch, das ist doch unsere Entscheidung, wir können doch immer hier oben Klick machen, uns resetten und sagen, wir werden es ab heute anders machen. Das ist mein Appell, meine Einladung, das sind meine Tipps. Wenn ihr nicht die anderen Videos gesehen habt, wo ich diese Tipps und andere echt tolle Bücher, die auch alle darauf abzielen, wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt es einfach in meinem YouTube-Channel und schreibt mir gerne und sagt mir, was für Apps ihr nutzt, das würde mich interessieren und sagt mir auch gerne, was für Bücher ihr noch so vielleicht zur Verfügung habt, die ihr sagt, das war so mein Tipp, damit es bei mir hier oben Klick gemacht hat, dass wir zu einem gesünderen und fitteren Leben jetzt starten können. Wir machen nämlich zusammen die Welt leichter. Macht's gut! Thank you.